Caritas Vorarlberg ist da für Menschen in Not. Ziel der Arbeit der Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, die betroffenen Menschen so zu unterstützen, dass sie ihr Leben möglichst selbst in die Hand nehmen können. Für diese wichtige Aufgabe benötigt es Personen, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Besonders für die soziale Arbeit brauchen wir sehr motivierte Mitarbeiterinnen und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Deshalb sind wir schon mehrfach ausgezeichnet worden für die Familienfreundlichkeit des Unternehmens. Und momentan nehmen wir vor allem die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus, um für sie spezielle Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie möglichst lang der Organisation und den Hilfsbedürftigen zur Verfügung stehen. Der Fachbereich Arbeit und Qualifizierung der Caritas Vorarlberg beschäftigt sich mit der Erhalt und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von langzeitarbeitslosen Menschen. Da ist es natürlich nur selbstverständlich, die gleichen Rahmenbedingungen auch unseren Stammmitarbeiterinnen zu bieten. Erhalt der Arbeitsfähigkeit ist eines der wichtigsten Dinge für die Zukunft. Um das zu gewährleisten, werden laufend neue Maßnahmen entwickelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen lebensphasenorientiertes Arbeiten, Generationenmanagement und Gesundheit. Uns als Betriebsrat ist es sehr wichtig, neben der Motivation der Mitarbeiter auch auf die Gesundheit zu schauen. Deshalb gibt es bei uns neben der Aktion Blieb gesund auch den Prozess, wo wir auf ältere Mitarbeiter schauen. Dieser Weg fängt allerdings schon früher an, sodass wir auch die Jungen in diesen Prozess mit einbeziehen. Ich bin Mutter eines kleinen Sohnes und arbeite deshalb in Teilzeit. In meiner Teilzeitfunktion habe ich sehr interessante Aufgaben. Ich mache keine klassischen Hilfstätigkeiten, sondern habe wirklich fachlich interessante Aufgaben. Das heißt, meine berufliche Entwicklung endet nicht mit der Elternschaft und ich kann mich immer weiterentwickeln. Das schätze ich sehr, dass von meinem Arbeitgeber die Lebensphase des jeweiligen Mitarbeiters berücksichtigt wird.